Wir schauen uns eine alte Anstaltfolge an, aus der Zeit, als die Anstalt und ZDF noch vernünftige Satire gemacht hat, nämlich die Folge vor der EU-Wahl 2014. Die hat es nämlich, was Kritik an der EU angeht, wirklich nur so in sich. Und wir können uns bald mal die neueste Folge jetzt vor den EU-Wahlen anschauen und ja, dann mal vergleichen, inwieweit die Anstalt von damals und heute sich vielleicht unterscheidet. Da liegen ja mittlerweile 10 Jahre zwischen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was für Satire, vor allem was für NATO-kritische Satire, was für Satire, die sich kritisch mit der westlichen Außenpolitik auseinandersetzte, damals noch möglich war. Damals ging es nämlich auch um den Ukraine-Konflikt. Aber seht selbst. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Herzlich willkommen aus der besetzten Anstalt hier. Wir begrüßen zur Pressekonferenz wir, die Union Europäischer, naja, sag mal, Frontalanarchisten. Kurz, die UEFA. Wir sollten so lange, das ist nicht gut. Ja. Bei unserer Aktion Satiriker für Europa haben wir uns natürlich die Führungsspieler aus dem europäischen Ausland eingeladen. Aus Frankreich, Alphonse. Nafo schreibt schon im Chat, das wäre zu viel Realismus für heute. Ja, Realismus ist ja ganz böse. Wir müssen uns nochmal die Anstaltfolge zum Beginn des Ukraine-Krieges angucken. Das war wirklich erbärmlichste, beziehungsweise die Folge, die eine Folge danach kam. Da wird ja der Neorealismus kritisiert dafür, dass er nicht moralisch genug sei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Eine politikwissenschaftliche Theorie ist amoralisch. Was soll sie sonst sein? Also, kannst auch Machiavelli dafür kritisieren, dass er nicht Kant war. Nur wenig mit dem Thema zu tun. Ich freue mich, hier zu sein. Er sagt, ich freue mich, hier zu sein. Ja. Ja. Und natürlich haben wir neben Frankreich und Deutschland natürlich auch einen Vertreter der dritten Führungsmacht in Europa eingeladen, aus Bayern, Konstantin Wecker. Nein, der Rollo, die AfD würde Alphonse nicht abschieben und die AfD fordert auch nicht die Aufhebung des europäischen Binnenmarktes sowie der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Also gegen Zuwanderung innerhalb der EU hat die AfD nichts und andere Partei was dagegen. Also was ja auch so ein bisschen lächerlich ist. Man sagt, wir brauchen Fachkräftezuwanderung. Ja, wir haben die liberalsten Zuwanderungsgesetze aller Zeiten. Allein durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Aber also die deutsche Industrie, die kann sich in einem riesigen Binnenmarkt von über 400 Millionen Menschen bedienen an Arbeitskräften, die sie sucht. Und trotzdem ist sie immer noch nicht zufrieden. Also die Industrie, die schreit immer nach mehr Zuwanderung. Naja, stumm, aber das hat nicht viel mit dem Kulturraum zu tun. Das ist einfach Wirtschaftsraum. Also die sind innerhalb des europäischen Binnenmarktes und deswegen haben sie Arbeitnehmerfreizügigkeit. Hat ja selbst ein Björn Höcke gesagt, der ja einer der schärfsten EU-Kritiker ist, dass er daran nichts ändern würde. Ich werde jetzt gleich ein Lied für die einfachen Leute spielen gegen das Europa des großen Kapitals. Er sagt, er freue sich sehr, hier zu sein, denn vor allem für Länder wie Bayern bietet die EU doch zahlreiche wirtschaftliche Chancen. So, gar nichts, oder? Ja, gut, wir kommen zu unserem ersten Punkt. Wenn wir uns nicht bewegen, vielleicht geht er dann von selbst. Ich kann euch sehen, hallo. Hallo, Abdelkarim. Hallo. Hi, die Tür ist zu. Ja. Ja, aufmachen bitte. Ja, wir haben im Moment keinen Lachkräftemangel. Ja, wie? Was macht ihr denn da? Was läuft da? Ah, wir machen hier Kabarett gegen rechts. Ja, und ich könnte den Willi singen. Nein, wir wollten doch Begeisterung wecken bei den Leuten. Für die europäische Idee. Ja, geil, bin ich dabei. Ja, Europa-Begeisterung, das muss von innen kommen. Ja. Ja, also, wenn sie von außen kommt, dann wirkt das eher wie eine Bedrohung. Ja. Wenn ich nicht rein darf, hole ich die anderen. Oh, ist ja gut. Also, Sie müssen ja einfach nur den Code eingeben. Und der lautet? Achso, L-A-M-P-E-D-U-S-A. Lampedusa, kann man drauf kommen eigentlich? Ja, genau. So. Vielen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, bitte. Bitte. Hallo. Ja. Ein Stuhl bräuchte ich. Meine Damen und Herren, Europa.
Das bedeutet 60 Jahre Frieden, Freiheit und vor allem das hier. Nichts. Nichts symbolisiert Europa besser als die Gurke. Le concombre. Die Gurke. Ja. Gurken. Er sagt die Gurke. Und wie heißt das bei Ihnen? In Bielefeld auch, die Gurke. Ja, also. Ja, vielleicht. Was diese Ausländerwitze angeht, ich weiß nicht, ob sie das heutzutage noch einbauen würden. Ich meine, noch 2019 haben sie da so einen Asiaten so typisch das R immer wie ein L lassen. Weil Zwetschges Pfeife oder wie dieser Sketch hieß, das war auch richtig witzig. Ich weiß nicht, ob sie sich das heute noch trauen würden. Meine Damen und Herren, die Gurke ist das Sinnbild für den europäischen Regelungswahn. Mit einer Regel aus dem Jahre 1989 legte die EU fest, dass eine Gurke der Handelsklasse extra maximal einen Krümmungsgrad von 10 mm auf 10 cm aufweisen darf. Also in Frankreich, das ist 10 cm. Ja, mit dieser Gurke wird Stimmung gemacht gegen Europa. Fuck the EU. Er sagt, Paris ist die Stadt der Liebe. Ja. Aber Fakt ist, die EU wollte die Gurkenverordnung gar nicht. Der Handel wollte sie, damit er sein Gemüse besser stapeln kann. Und was noch besser ist, 2009 hat die EU-Kommission die Gurkenkrümmungsverordnung abgeschafft. Seitdem betreibt der Handel sie freiwillig. Eine Verordnung, die sinnvoll ist, wurde also abgeschafft, weil man mit ihr Stimmung gegen die EU machen kann. Ja, und was hat das alles mit dem Kampf gegen den Rechtsradikalismus zu tun? Na, die Rumänen sind Gurken. Die Gurken Europas. Also verstehen Sie, vom... Was Herr von Wagner sagen will, ist, die Gurken sind ein Scheinproblem, mit dem Stimmung gemacht wird. Genau wie mit der angeblichen Einwanderung in soziale Systeme. Die CSU fordert sogar ein europäisches Gesetz gegen Sozialtourismus. Mir liegen hier die Daten des Bayerischen Sozialministeriums vor. Die offizielle Zahl der in Bayern des Sozialmissbrauchs verdächtigten Rumänen ist 12. 12, diese gerissenen Rumänen. Nur 12? Das bedeutet, dass die CSU fordert ein Gesetz für nur 12 Leute? Das wäre doch mal ein Slogan für die Europawahl. Bayern, da wo jeder Ausländer sein eigenes Gesetz bekommt. Also heutzutage ist das wahrscheinlich vergessen, aber vor 10 Jahren, als die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Rumänen und Bulgaren gelten sollte, da wurde hier in Deutschland so eine massive Kampagne gegen gefahren. Heute haben wir mit dieser Freizügigkeit offensichtlich kein so großes Problem. Also das Problem liegt eher auf Seiten Rumäniens und Bulgariens. Also dort sind 20-30% der Arbeits- oder 30% mittlerweile der arbeitsfähigen Bevölkerung ausgewandert. Also für die nationalen Volkswirtschaften dort ist das eine absolute Katastrophe. In Bulgarien haben wir mittlerweile Lohnabschlüsse, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der bulgarischen Wirtschaft unterminieren werden. Und da Arbeitskräfte fehlen, und eben durch die massive Abwanderung ist keine Besserung in Sicht. Also diese Arbeitnehmerfreizügigkeit ist vor allem für diese Länder katastrophal. Auch wenn sie individuell für die einzelnen Arbeiter vielleicht Zugewinn an Freiheit bedeutet, so ist ja doch für die dortigen Volkswirtschaften alles andere als gut. Also ja, und trotzdem gibt es jetzt diese Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, daran will auch niemand was ändern. Danke. Wir möchten die CSU an dieser Stelle natürlich nicht in die rechte Ecke stellen. Da geht sie ja freiwillig hin. Nein, wir möchten aufstehen gegen diese Art des Populismus. Denn wenn man den Populisten ihre Lügen entreißt, was spricht dann noch wirklich gegen diese EU? Ja, und was ist mit der Macht der Lobbyisten, die mittlerweile ihre Gesetze in Brüssel selbst verfassen? Okay, ja, das vielleicht. Die Euro-Rettung durch die Troika. Seitdem ist Südeuropa am Ende. Okay, das EU-Parlament darf nicht mal eigene Gesetze vorschlagen. Ist das Demokratie? Okay, das sind jetzt 3 kleine Punkte, ja, aber da kann man ja noch dran feilen, ne? Ja, und das Haushaltsrecht hat das EU-Parlament auch nur alle 7 Jahre. Also, das EU-Parlament ist mehr oder weniger ein Operettenparlament. Das ist übrigens auch sehr interessant. Letztens hatte die AfD in ihrem Programm noch gefordert, das EU-Parlament abzuschaffen. Jetzt hat Maximilian Krah in einem Interview, was ich jüngst gesehen hatte, in der Honigwabe gesagt, dass die AfD selbst von dieser Forderung Abstand nimmt. Also das finde ich sehr, sehr interessant, dass hier
auch anders über diese Institution nachgedacht wird. Also das EU-Parlament ist tatsächlich die einzige direkt demokratisch gewählte Institution, die direkt den Bürgern verpflichtet ist und nicht wie die EU-Kommission einfach indirekt gewählt wird. Dementsprechend sollte man das EU-Parlament, wenn man die EU demokratisieren wollte, stärken. Und übrigens, ein stärkeres EU-Parlament bedeutet auch mehr deutschen Einfluss. Deutschland ist das größte und bevölkerungsreichste Land in der EU. Also beziehungsweise das bevölkerungsreichste Land, mit größte meinte ich bevölkerungsreichste, sorry, das habe ich gerade etwas sprachlich durcheinander gebracht. Das würde bedeuten, dass die deutsche Macht in der EU weiter steigen würde. Alleine durch die demografische Masse, die wir in die Waagschale werfen. Also Moment, Brei, wie wäre es denn damit? Wäre die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, müsste der Antrag zurückgewiesen werden aus Mangel an demokratischer Substanz. Okay, bitte. Moment. Das Zitat ist von Martin Schulz, und das kann man nicht häufig genug wiederholen. Also manchmal sagen die Politiker ja echt die Wahrheit. Wie Schulz hier oder wie Horst Seehofer bei Pelz sich hält sich. Da hat er, glaube ich, gesagt, die, die gewählt werden, haben keine Macht, und die, die die Macht haben, werden nicht gewählt. Danke an Rollo für das Abonnement, was du gerade abgeschlossen hast. Also wirklich, wer sagt denn sowas? Le Pen, Lucke? Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments. Ach, legen Sie das weg. Der Slogan unserer gemeinsamen Aktion, meine Damen und Herren, lautet Europa solidarisch. Also, das ist jetzt... Ich sag nur Europa gemeinsam verenden. Ja. Solche Slogans, die damals noch Satire waren, die kommen heute fürs genauso von der Politik. Nicht getrennt. Das sollte anders. Das ist jetzt... Na, weil ich finde das, also das ist zumindest ehrlich, ja? Weil, na, mir ganz ehrlich, wir Franzosen, wir pfeifen immer nach der deutschen Tanze. Es muss heißen, wir tanzen nach der deutschen Pfeife. Ihr müsst uns immer verbessern. Nein, ihr müsst euch verbessern. Genau. Also, meine Herren, Mitsprache ist ja schön und gut, aber am Ende muss eben jemand die Regie führen, da sind wir uns doch alle einig. Ah ja, und das ist Demokratie vielleicht. Ach, jetzt, hören Sie, also, das, ne? Na, ich werde jetzt einfach ein Friedenslied singen. Nein, Frieden hat an dieser Stelle jetzt keinen Platz, Herr Wecker. Wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben. Jeder macht jetzt erstmal seine Hausaufgaben. Alphonse, Sie machen Reformen. Ja. Vor allem, was Ihre Garderobe betrifft. Herr Wecker, Sie singen ein Lied hinter der Bühne. Ah ja. Und ich? Sie machen das, was Sie am besten können, Angst. Ach so, ja, halt, Moment mal. Ja, was mache ich denn? Ich mochte die Anstalt damals noch so, dass sie so komplett zynisch war. Und noch solche Witze machen konnte irgendwie. Also das ist irgendwie verloren gegangen. So schleichend und dann ganz extrem mit Corona und dem Ukraine-Krieg. Ja, was Sie am besten können, meckern. So, und danke an Seppi TV für das Abonnement, was du abgeschlossen hast. Meckern, großartige Idee, ein satirischer... Das ist ja wunderbar. Jetzt kommt Max Uthoffs Solo hier. Den schauen wir uns jetzt mal an, und ich unterbreche jetzt mal weniger. Der Solo ist nämlich gut. Den habe ich zwar auch nicht mehr an alles, aber das war wirklich gut, was er hier damals vorgetragen hat. Das wäre so heute so im ZDF nicht mehr möglich. Also da lege ich mich fest. Parforce-Ritt, haken wir sie ab, die wichtigsten innenpolitischen Themen der letzten Wochen. Gut, Angela Merkel, das personifizierte Sommerloch, arbeitet natürlich mit der Klugheit einer Physikerin. Sie weiß, je langsamer ich regiere, desto schneller vergeht um mich herum die Zeit. Desto eher bin ich wieder Kanzlerin. Und die Außenpolitik ist ein Schmierentheater, bei dem inzwischen jeder mitmachen darf. Wenn ich das recht verstanden habe, hat ein Bürgermeister, der gar keiner ist, OSZE-Mitglieder festgenommen, die gar keine sind, auf Einladung der ukrainischen Regierung, die zweifelhaft zustande gekommen ist, und die aber ein Militär... Die sich an die Macht geputscht hat, könnte man fast sagen. ...verfügt, dass das Land nicht kontrolliert. Ich kann so nicht arbeiten. Aber Hauptsache, man schmückt die Feindbilder aus. Feindbilder sind ja Dufte. Mit Feindbildern kann man sogar Weltmeere bewegen. Oder wussten Sie, dass Georgien am Atlantik liegt? Ich auch nicht.
Aber Steinmeier war jetzt da und arbeitet an einem NATO-Beitritt Georgiens. Ich persönlich erwarte den baldigen NATO-Eintritt von der Mongolei, Tadschikistans und Perus. Das ist ja krass. Also heute, 2024, laufen in Georgien gerade Massenproteste. Und sollte das Ganze Erfolg haben, dann könnte da die nächste Farbrevolution. Also jetzt 10 Jahre später, das ist wirklich krass. Georgien ist so ein Land, an dem der Westen schon seit Jahrzehnten zerrt. Und schon 2014 war das so. Das ist alles sehr, sehr besorgniserregend. 2008 stand der NATO-Beitritt Georgiens ja schon mal zur Debatte. Natürlich auch Liechtenstein, weil irgendeiner muss den Quatsch ja bezahlen. Natürlich dreht Steinmeier damit an der Eskalationsschraube, stellt sich dann aber hin und sagt, er habe Verständnis für die Ängste der Bevölkerung vor einem Krieg. Jetzt hör mal zu, Bundes-Uhu. Du sollst kein Verständnis haben für Emotionen, die aufgrund falscher Politik entstehen. Du sollst richtige Politik machen. Aber Feindbilder sind natürlich wahnsinnig nützlich. Wenn man ein Feindbild hat, dann weiß man schon mal, wer an allem schuld ist. Und das ist gerade für uns Deutsche, die wir nie an irgendetwas schuld sind, ein großartiges Gefühl. Beliebtestes Feindbild zur Zeit natürlich Putin, der Gutmensch, der Sozialschmarotzer, der Schwule, der Langzeitarbeitslose, die Inflation und die EU. Wenn Sie ohne nachzudenken sich wirklich gut fühlen wollen, dann schaffen Sie sich am besten mehrere Feindbilder an. Wenn Sie also fest davon überzeugt sind, dass schwul-lesbische, arbeitslose EU-Freunde mit inflationärem Migrationshintergrund schuld an allem sind, dann fühlen sie sich als aufrechter Mensch und nicht als das reaktionäre, hasserfüllte Arschloch, das sie in Wirklichkeit sind. Und wenn Sie jetzt sagen, toll, so ein Feindbild, ist ja super praktisch. Wo kriege ich denn sowas her? Ganz einfach. Feindbild malen ist der einfachste Kurs an der Volksunterdrückungshochschule. Ich zeige Ihnen mal, wie einfach es ist, sich ein Feindbild zu malen. Herr von Wagner? Ja? Ja, machen Sie mal auf. Wer kommt denn jetzt noch? Oh, der Russe steht vor der Tür. Ich mach mal auf, ja? Herr von Wagner, lesen Sie keine Zeitung? Was? Wir müssen uns verteidigen. Ja, aber wieso denn? Der sieht doch ganz friedlich aus. Vielleicht will er einfach nur mitmachen bei Europa. Nein, ich rede mal mit ihm. Der lässt nicht mit sich reden. Das ist ein Soldat. Den hat Putin geschickt. Russische Soldaten erkennt man jetzt immer daran, dass sie keine Uniformen tragen. Wissen Sie, ich rede einfach mit ihm. Ich will verstehen, was er will. Ja, erst kommt das Verstehen, dann das Nachgeben. Und hast du nicht gesehen, liest Ihre Tochter nur noch Tolstoi. Hören Sie mal. Also Krieg und Frieden ist ein herausragendes Werk der Weltliteratur. Ja, der Idiot auch. Okay, jetzt hören Sie auf. Ich gehe jetzt auf. Herr von Wagner, ich mache mir ernsthaft Sorgen um Ihre Werte. Ich muss das mal überprüfen. Setzen Sie sich mal hier hin. Ja? Okay, ja. Ich habe wirklich Angst, Ihnen die Sicherheit dieser Anstalt weiter anzuvertrauen. Was ist das denn? Keine Sorge. Das ist ein Original-Ivanometer aus dem Jahre 1962. Beginnen wir mit der Untersuchung. Was? Herr von Wagner, ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. Sagen Sie mir, wo ist der Unterschied? Ich sehe keinen. Ja, war das jetzt falsch? Links sehen wir friedfertige Bürger, die ein besetztes Regierungsgebäude befreien. Die gehören zu uns. Rechts sehen wir gewaltbereite Militaristen, die brutal ein Regierungsgebäude besetzen. Ja, aber die machen doch beide dasselbe. Ich meine, hören Sie mal. Es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern wo man es macht. Ja, aber gut und böse ist doch keine Frage der Geografie. Ach nein? Noch ein Bild. Schauen Sie sich's an. Beobachten Sie die Entwicklung und sagen Sie mir, wo ist der Aggressor? Ah, das ist einfach da links, die NATO, das wird ja immer größer, das ist richtig bedrohlich, ne? Falsch, der Aggressor ist selbstverständlich hier. Was, wo? Ich sehe den gar nicht. Na da, die Krim, die brutal von Russland einverleibt worden ist. Ja, aber das andere ist doch viel größer. Ja, aber die Krim. Gott, ey, das würde heute so als russische Propaganda deformiert werden. Es ist unglaublich. Also... Lief sowas noch im ZDF vor, ich glaube, 3 Millionen Zuschauern. Es ist so krass, wie sich der Diskurs radikalisiert hat. Wurde brutal annektiert, während sich die NATO
friedlich erweitert hat. Und deshalb? Deshalb darf Russland das nicht als Aggression sehen, weil die anderen Länder sich ja nur aus Angst vor Russland freiwillig der NATO angeschlossen haben, so freiwillig, wie sich die Krim Russland angeschlossen hat. Oh, wieso denn? Was war das jetzt schon? Haben Sie, Putin hat doch nur wählen lassen, weil er gewusst hat, wie es ausgeht. Ah, verstehe, wie in Bayern. Also wer es nicht gelesen hat, da stand gerade Seehofer, verstehe. Das ist so geil. Du würdest heute für diese Bemerkung, dass die Krim-Bevölkerung halt größtenteils zu Russland gehören will, wo alle Umfragen, nicht nur diese Abstimmung damals, die kann man sicherlich auch kritisieren, aber alle Umfragen, die danach liefen, deuten darauf hin, dass sowohl die Krim-Bevölkerung auch, als auch die Bevölkerung in den Gebieten Srebrenica, Kherson, Donetsk und Luhansk zu Russland gehören wollte. Also wenn du heute sowas sagen würdest, du wärst der übelste Russenversteher, du würdest in allen Medien diffamiert werden. Damals lief das noch ZDF. Also es ist unfassbar, was in diesem Land in den letzten 10 Jahren passiert ist. Die Krim durfte sich nicht von der Ukraine unabhängig erklären. Das verstieß gegen das Völkerrecht. Ja, Moment mal. Schottland will sich doch auch in einem halben Jahr unabhängig erklären. Ist das dann auch verboten, oder? Nein, das ist ein Notfall. Niemand darf gezwungen werden, englisches Essen zu essen. Ich habe mal gelesen, es gibt gar kein allgemeines Verbot gegen einseitige Unabhängigkeitserklärungen. Wer sagt sowas? Offensichtlich jemand, der von Völkerrecht nicht die geringste Ahnung hat. Ja, der internationale Gerichtshof zum Kosovo. Kosovo und Krim kann man nicht vergleichen. Schauen Sie, Barack Obama hat es doch erklärt. Im Kosovo hat unter Aufsicht der UNO ein Referendum stattgefunden. Ach so, aber warum? Es ist so geil. Ratet mal, was im Kosovo gerade nicht stattgefunden hat, auf der Krim aber schon. Also die beiden lösen es gleich auf. Ein Referendum im Kosovo okay und auf der Krim nicht? Weil es im Kosovo nie ein Referendum gegeben hat. Ah, weil es im... Was? Dann hat Obama an der Stelle gelogen? Ja, aber das so klingt es ein bisschen Amerika-feindlich. Ja, Entschuldigung, wie soll man es denn sonst ausdrücken? Was jeder Kriegsgrund des Westens in den letzten Jahren war, im Nachhinein hat sich als Lüge entpuppt. Ja, was ich, der Kosovo, Irakkrieg 1, Irakkrieg 2, Massenvernichtungswaffen, Hunderttausende von Toten. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll man dem Westen überhaupt noch irgendetwas glauben? Sie müssen dran glauben. Aber wenn das alles bisher eine Erfindung war, dann sind doch auch unsere westlichen Werte nur eine Erfindung. Nein, nein, nein. Unsere westlichen Werte, also Abstimmungen, Lügen, Massenvernichtungswaffen. Genau. Die dürfen nicht in die Hände der falschen Leute geraten. Ah, und deswegen darf Putin nicht das Völkerrecht brechen oder lügen oder wählen lassen, obwohl er es tut. Denn wenn die Bösen etwas Böses machen, ist es böse. Wenn die Guten etwas Böses machen, ist es gut. Und wir sind die Guten. Jetzt habe ich endlich diesen Film verstanden, Captain America 2. Da wird jemand gefragt, wie kann ich die Guten von den Bösen unterscheiden? Und er sagt, wenn sie auf dich schießen, sind sie böse. Yes, ihre Werte sind wieder vollkommen in Ordnung. Ja, so lässt sich westliche Außenpolitik und die Legitimation davon zusammenfassen. Nochmal an Zella, du hast gerade im Chat gefragt. Doch, ich habe die Reaktion auf Shati und Shlomo schon hochgeladen. Findet sich auf Odyssey und auf Rumble. Da habe ich die schon hochgeladen. Hatte ich zuerst da hochgeladen und verlinkt, damit da jeder gleich drauf reagieren kann. Ich dachte ja, vielleicht die Rechten reagieren drauf, aber leider haben sie es nicht gemacht. Ja, gut, das ist so frei im Kopf. Ja, ja. Sagen Sie, wie heißt eigentlich Putin-Versteher auf Englisch? Sympathy for the Devil. Ah, okay, das ist was. Ein super Song, okay. Sympathy for the Devil. Ich habe deine deutsche Version. Es ist so, diese engagierten Lieder, ja, im Kabarett, das hatte in den 80er Jahren durchaus seine Berechtigung. Heutzutage ist es eher ein bisschen... Pathetisch? Ja, zu pathetisch, verstehen Sie? Ein bisschen unmodern, ja? Verstehen Sie, die Leute heutzutage, ja. Die wollen das ein bisschen mehr mit Ironie. Ach, die wollen das, das ist praktisch altbacken. Ja, und Fashion, ja, modernes Kabarett, das wäre so, was, ja. Schönes. Ja, super. Alles klar. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kommt Abdelkarims Solo. Ich glaube, das können wir überspringen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Ich wollte das mit euch im Stream nochmal gucken. Das ist vor dieser Europawahl... glaube ich, mal ganz schön anzusehen. Ja, das
Es tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Sie haben gesagt, ich soll Reformen machen. Ja, ein bisschen sparen, ne? Ja, ja, aber das, nein, das ist ein Scheißspiel. Was, warum? Das ist doch nur eine faule Ausrede, oder? Nein, nein, ist es nicht. Weil, gucken Sie mal, diese Länder, Irland, Portugal und Griechenland, die sind gezwungen worden zu sparen. Und jetzt haben die so viel Schulden wie noch nie zuvor. Können Sie mir das bitte erklären? Na, selbstverständlich. Herr von Wagner, würden Sie vielleicht... Ich kann es erklären. Also, dass diese Länder versucht haben zu sparen, hat zum Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt. Und wenn der Staat spart, die Nachfrage, Unternehmen investieren nicht mehr. Das heißt, die Unternehmen fangen auch an zu sparen. Die Haushalte sparen sowieso. Das heißt, du hast drei Sektoren, die sparen. Du hast das Ausland, was diesen Verlust nicht richtig ausgleichen kann, da es lange braucht, bis sich die Leistungsbilanz wieder ins Positive wendet, da es auch keinen Wechselkursmechanismus gibt, um das auszugleichen. Also hast du eine sich selbst beschleunigende Deflationsspirale und die sorgt dafür, dass die Wirtschaft schrumpft und die Gesamtverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung am Ende noch schlimmer aussieht als vor Beginn der Sparprogramme, obwohl der Staat versucht hat zu sparen. Also solche Sparprogramme können eigentlich nur noch hinten losgehen. Also, ich erkläre Ihnen das mal. Sie stellen sich jetzt hier hin, Sie sind jetzt mal ein Staat. Welcher Staat wollen Sie sein? Monaco. Oh. Wollen Sie jetzt mitspielen oder nicht? Sie sind ein hochverschuldeter Staat. Sagen wir mal, Sie sind Italien. Ja, warum bin ich? Gut. Und was bin ich? Ja, Sie sind Frankreich. Gut, ich probier's. Ja. Und was mache ich? Du machst, was ich dir sage. Oh Gott. Rollo schreibt es gerade im Chat. Georg Schramm, Hildebrand und Pispers waren genial. Jetzt haben wir Bosetti. Ich glaube, so kann man unsere Situation zusammenfassen. Und wie gesagt, wir schauen uns irgendwann nochmal die Anstalt von heute an, 2024 vor der EU-Wahl, und vergleichen das mit der Folge damals. Also das wird wie ein Unterschied wie Tag und Nacht aussehen. Das ist meine Prognose. Ich habe die heutige Folge noch nicht gesehen. Also die werde ich auch auf mich zukommen lassen und auf die werden wir spontan im Stream reagieren. Aber ja, so wie ich die Anstalt mittlerweile kenne, erwarte ich da nichts allzu Positives. Danke an Smart Snooze, dass du ein Abonnement aufgenommen hast. So, also ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben eine Menge Schulden bei mir. Ja, ohne nichts und nur das. Schaust du mal, ist ja die einzige Geld, das ich überhaupt noch habe. Oh, ja, passen Sie gut drauf auf. Ich sag Ihnen jetzt, wie Sie von diesen Schulden wieder runterkommen. Ah, ohne wie? Sparen. Stupide. Ohne wo? Na, also bei den Ausgaben. Wie sage ich immer, die Kosten sind immer das Teuerste. Ja, leider. Also, Löhne runter, Renten kürzen, Beamte raus und Kürzungen im Gesundheits- und Kulturbereich. Ah, Kultur, Teatro, ah, Signore Abdelkarim. Signore Abdelkarim, Sie sind der Theaterbesitzer. Ja. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, der Etat ist gekürzt. Endlich! Herr Wecker! Also, ich habe da einen super italienischen Song, den könnte ich jetzt mal singen. Herr Wecker, das Klavier ist gestrichen. Also, ich bin raus. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Habe ich Sie sehr gut gemacht. Sehr gute Arbeit, muss ich sagen. Hey, pa, was willst du, hä? Geld. Ja, gearbeitet, ne? Ja. Gibt keine Arbeit. Und jetzt? Ja, Arbeitslosengeld. Gute, aber nur die Hälfte. Ich muss sparen, ne? Gut gemacht. Gut gemacht. Und Signore Abdelkarim, ich kriege noch Steuern von Ihnen, ne? Das glaube ich nicht, mein Freund. Was? Das ist ein Verlustbetrieb. Keiner kann sich Karten leisten. Was Kohle her für die Fixkosten. Aber nur etwas weniger, ne? Na, Sie wollten doch sparen. Schön, hätte man es nicht zusammenfassen können. Ja, wenn die Wirtschaft schrumpft, fallen selbstverständlich auch die Steuereinnahmen. Und die Sozialausgaben steigen, wenn die Zahl der Arbeitslosen steigt. Sag doch auch mal was, François. Liberté, Egalité. Und Austerité. Ah, sehr gut, gut gelernt. Mama, was soll das? Je mehr ich spare, desto mehr Schulden ich habe. Na, machen Sie sich mal keine Gedanken über Dinge, die Sie nicht verstehen. Machen Sie mehr mit, wie heißt das noch? Disziplin. Ja, machen Sie mehr mit Disziplin. Ja. Ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr mit. Halt. Was? Haben Sie nicht was vergessen? Was? Na, Sie haben noch Menge Schulden. Bei mir. Hey, jetzt? Ich habe gar nichts mehr, hä? Scheiße, Spiele. Siehst du, Monsieur Uthoff, das hatte ich von vornherein schon gesagt. Scheißspiel. Jetzt.
Jetzt habe ich es verstanden, Herr von Wagner. Sparpolitik führt zu noch mehr Schulden. Ja. Also ist jetzt einfach Schluss damit. Leider, jetzt ziehen wir die Sparpolitik erst recht durch. Die Medien sind völlig begeistert. Griechenland ist zurück an den Kapitalmärkten. Ah, dann geht es den Bürgern also wieder besser. Nein, den Bürgern geht es schlimmer als jemals zuvor. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch von, sagen wir mal, -30%. Das gab es in Friedenszeiten in Griechenland eigentlich noch nicht. Es gibt eine schöne Geschichte. Ein alter Grieche hat mal gesagt, früher kamen die Deutschen mit Panzern und Schiffen und wir haben tapfer gekämpft. Jetzt kommen sie in Schlips und Kragen und wir sind ratlos. Aber hören Sie, das ist doch Wahnsinn. Im Süden, da verbluten die Länder und statt sie zu verbinden, machen wir einen Aderlass. Man könnte fast sagen, es ist eine Tragödie. Der griechische Patient, der kranke Mann von Europa. Das finde ich auch eine schöne Allegorie, aber passt einfach. Die haben auch 2015 noch eine gute Folge zur Schuldenkrise in Griechenland gemacht. Im Chat hat gerade einer geschrieben, Neues aus der Anstalt von bis 2013 sei noch richtiges Kabarett gewesen. Aber die Folgen von der Anstalt 2014 bis 2017, die sind auch noch gut. Also die kann man sich auch noch gut antun. Dann nimmt die Qualität so nach und nach ab. Es wird so nach und nach immer seichter. Und wie gesagt, dann Corona, Ukraine-Krieg, Iran, kompletter Absturz. Also. Aua. Ah. Unser Chef, Chiro. Oh. Schwester, bitte, die Instrumente. Sie brauchen keine Angst haben, Vertrauen. Diese Maßnahmen sind nur zu Ihrem Besten. Ja. Gehen wir die Kürzungen noch mal durch. Gut, Krankenhäuser, Zehntausende von Stellen gestrichen. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen wehtun. Und? Wie geht es dem Patienten? Sparpolitik führt zu Depressionen, Malaria und etlichen weiteren Krankheiten. Das muss jetzt wehtun, weil sonst das würde gar nicht wirken. Ne? Das ist sollen jetzt nur Klavier spielen? Wie sieht es mit den Selbstmordraten aus? Die waren einst die niedrigsten in ganz Europa. Jetzt sind sie um 40% gestiegen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen gar nicht gesund werden. Scheißkürzungen! Was tun wir gegen die Arbeitslosigkeit? Leute entlassen. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit knapp bei 60%, Tendenz steigend. Gut, was soll ich Ihnen jetzt noch abhacken, damit Sie wieder auf eigene Beine stehen? Und wie sind die Zukunftsaussichten? Naja, 500.000 Kinder in Griechenland leben unter der Armutsgrenze. Griechische Familien geben ihre Kinder bei SOS-Kinderdörfern ab, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Hören wir dazu nun einen Kommentar des stellvertretenden Chefredakteurs der Welt am Sonntag. Also, das war zwar gerade ein bisschen stumpf, aber ich find's lustig. Also passt ja. Also Griechenlands Entwicklung war absolut katastrophal. In den letzten Jahren, 2021, 22, 23, ist die griechische Wirtschaft dann sehr stark gewachsen. Warum? Weil Griechenland sich da nicht mehr an die Maastrichter Schuldenregeln halten musste und Griechenland ordentlich Schulden machen konnte. Also sobald diese verdammte Austeritätspolitik beendet wird, wächst auch die Wirtschaft wieder. Das zeigt das Beispiel Italien, das zeigt das Beispiel Griechenland. Corona hat in diesen Ländern zu einem Wachstum geführt, wie wir es seit Beginn der Eurokrise nicht mehr gesehen haben. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, wir haben so eine Pandemie, dazu komplette Stilllegung der Wirtschaft, dann auch in den runtergesparten Gesundheitssystemen, die diese Länder hatten. Und trotzdem ist dort die Wirtschaftsleistung extrem stark gestiegen, weil die Schuldenregeln nicht mehr galten. Also das ist die Situation. Das ist die Austeritätspolitik, also Austeritätspolitik heißt Sparpolitik, wer gerade einer im Chat schreibt, die diese Länder runtergewirtschaftet hat. In Griechenland, die Wirtschaftsleistung war 2020 unter dem Stand, auf dem sie war, als Griechenland der Eurozone beigetreten ist. Also eine absolute Katastrophe, vor allem da Griechenlands Wachstum bis 2008 zu den höchsten in ganz Europa gehörte. Italien ist die Wirtschaft über 20 Jahre unterm Strich so gut wie überhaupt nicht gewachsen. Wie gesagt, erst durch Corona, Ukraine-Krieg, als die Maastrichter-Regeln nicht mehr galten, ist die Wirtschaftsleistung in diesen beiden Ländern stark gestiegen. Warum?
weil die Schuldenregeln nicht mehr galten. Wenn der Staat Geld ausgeben darf, wächst die Wirtschaft. Das klingt jetzt alles sehr simpel, aber es ist tatsächlich so einfach, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ulf Poschardt. Was wir den Griechen zumuten, ist jenseits dessen, was man denen zumuten kann, aber es ist trotzdem ökonomisch richtig. Verstehen Sie, das ist Neoliberalismus. Man begründet etwas, was nicht funktioniert, mit etwas, was nicht stimmt. Und was sagt Angela Merkel dazu? Angela Merkel macht für diese Politik Werbung mit dem Slogan "Gemeinsam erfolgreich in Europa". Das ist selbst mir zu zynisch. Sehen Sie, uns Wählern wird ja oft vorgeworfen, wir hätten kein Interesse mehr an Politik. Wenn man sich solche Wahlplakate anschaut, hat man das Gefühl, es sind nicht wir Wähler, die kein Interesse mehr haben an Politik. Mein Lieblingswerbespot von der CDU ist im Radio gelaufen. Kennen Sie den? Da die Stimme von Julia Roberts spricht da und sagt dann, kennen Sie das? Wissen Sie, an manchen Tagen, da passiert nicht viel, im Grunde gar nichts. Und dann geht's weiter und dann sagt sie, wollen Sie so einen Tag nicht mal zu etwas Besonderem machen? Und dann sollen Sie CDU wählen. Das ist ein toller Slogan, oder? CDU, weil ja sonst nichts passiert. Das ist fast so großartig wie damals, als die CDU in Mecklenburg-Vorpommern geworben hat mit C, wie Zukunft. Das muss man. Schauen wir uns dieses Wahlplakat kurz genauer an. Also es zeigt eine Frau, die bei der Wahl, um die es hier geht, gar nicht antritt. Noch dazu steht sie für alles, bloß nicht für ein wirklich gemeinsames Europa. Und ihre Anhänger sind nachgewiesenermaßen diejenigen, die sich am allerwenigsten für Politik interessieren. Also mehr Protestwahl ist im Prinzip nicht möglich. Man kann Frau Merkel dieses Plakat eigentlich auch nicht vorwerfen, Politik zu machen für Menschen, die sich nicht für Politik interessieren. Das ist wie Essen kochen für Menschen ohne Geschmack. Da stellen Sie auch nicht lange in die Küche, da gibt es halt Kartoffelsuppe und fertig. Ja? Kleinstmöglicher Aufwand für den größtmöglichen Effekt. Das ist das Prinzip McDonald's. Wir werden regiert vom großen M. Und der EU-Spitzenkandidat für die CDU heißt dann auch folgerichtig McAllister. Es ist wirklich die. In Brüssel werden halt Politiker entsorgt, die wir hier in Deutschland nicht mehr gebrauchen können. Also von der Leyen ist ja das neueste Beispiel. Damals dieser McAllister, der in Niedersachsen gescheitert ist. Veritas heißt Strenge, weil gerade einer im Chat gefragt hatte. Die CDU hat 10 Millionen Euro ausgegeben für diese Slogans. Dann kommt da sowas raus, damit Europa Chancen für alle bringt. Super. Warum dann nicht so ein gleiches Bild von Angela Merkel, da so eine kleine Blume in der Hand, eine Biene da. Und da steht drunter, schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die. Wissen Sie, was ich möchte? Ich fordere ein Gesetz, das alle Parteien verpflichtet, nun ihre Wahlplakate bis zur Hälfte mit Text zu bedrucken. Und zwar in kleinen Schriftgrößen. Und dann gilt die Regel von Tabu. Beschreiben Sie Ihr Wahlprogramm in 40 Sekunden, ohne die Worte zu benutzen. Chancen, Freiheit, Gerechtigkeit, gemeinsam und Mensch. Los! So BSW-Wahlplakate, ich glaube, die würden das erfüllen. Obwohl, nee, die haben immer nur so kurze Schlagworte. Also Krieg oder Frieden. Also die sind tatsächlich relativ simpel gestaltet. Die kommen, glaube ich, nicht über die 50% Textanteil am gesamten Bild. Da ist dann meistens ein Bild von Sarah Wagenknecht drauf. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, es ist einfach. Na gut, es gibt eine Hoffnung. Andere Parteien sind auch nicht viel besser, aber es gibt eine neue Hoffnung. Peter Tauber, der neue Generalsekretär der CDU, er hat auf einem der letzten CDU-Parteitage aus Star Wars zitiert. Das wäre doch mal ein Wahlspot für die CDU, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, man sieht die europäische Flagge und drüber steht Krieg der Sterne. Ja, und dann sieht man Heiner Geißler, verkleidet als Meister Yoda, der auf die CDU deutet und sagt, wählen ihr sie müsst. Schnitt Angela Merkel in einem Darth Vader-Kostüm auf einem AfD-Parteitag. Ja, sie geht zum Parteivorsitzenden der AfD und sagt sie ihm, ich bin deine Mutti, Luke.
Ihr seid merkwürdig, die Deutschen, ne? Gut, was Politik angeht, sind wir mittlerweile auch Franzosen sehr merkwürdig, muss man schon sagen, weil ich befürchte, Sie haben es mitbekommen, dass die Rechtsextremisten auch bei uns, enfin, vor allem bei... Okay, ich glaube, Alfons Nummer können wir auch überspringen. Ist auch, glaube ich, nicht so lang. 70 Jahre lang nicht von den Deutschen überfallen wurden. Jetzt haben wir es übersprungen, jetzt ist es zu spät. Ich mag die Solos immer nicht so. Außer das von Max Uthoff, da wusste ich vorhin noch, dass das gut war. Also nein, das kann man auch das kann man auch positiver ausdrücken. Die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger Fuck und so. The EU. Bitte? Was? Fuck the EU. Ja, Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine, haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen. Aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Das ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie. Und ja, so. Darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraph 3, mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ne? Darauf habe ich gewartet. Oh Gott, diese Texttafel hier, die ist echt wie unsere Medienlandschaft heutzutage. Also das fasst ziemlich, wo wir uns heute befinden, gut zusammen. Hör mal auf, jetzt ist doch, wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also, wir. Also, das ist mittlerweile auch eine ganz, ganz böse Putin-Versteherin, wenn man den Mainstream-Medien glauben darf. Also, da werden mittlerweile sogar Diffamierungsartikel in der Tagesschau drüber geschrieben. Kein Scherz. Also, die diffamiert ihre eigene ehemalige Russland-Berichterstatterin. Also, es ist unfassbar, in welchem Zustand sich der ÖRR befindet. Und die Anstalt, die bringt heute nicht so kritische Sendungen wie damals. Die Anstalt heißt das alles noch gut. Ja. Die Medien hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen! Verstehen Sie? Verkünden müssen! Haben sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Iwan bedroht wird. Na ja, ja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? Da bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbrief... Jetzt kommt diese geniale Tafelnummer, das muss man immer wieder zeigen, da muss man immer wieder drauf reagieren. Also wenn ihr noch andere Streamer kennt, schickt ihnen das hier mal in die Reaktionsvorschläge. Das ist die Folge der Anstalt von damals noch. Also das, wie gesagt, sowas gibt's heute im ZDF nicht mehr. Und die fallen zum Glück auch nicht gleich unter diesen Schwurbler-Verschwörungstheoretiker-Vorwurf, weil das hier halt öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Also wie gesagt, wenn ihr Streamer kennt, die sich mit der EU-Wahl beschäftigen wollen, dann schickt ihr mal die damalige Anstaltfolge. Protesten geradezu überschwemmt. Naja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Ne? Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht? Bitte? Kennen Sie folgende Organisation? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das Espen-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Ski allein. Oh Gott, jetzt. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also, wir sagen mal so, all diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier, in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swingerclubs. Toll! Ja. Cool. Oh, kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das Heute-Journal moderieren würden. Moment. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit, mhm, ja, ja. Und der Nonnenmacher, ja. Von der FAZ, ja. Der Auslandschef der FAZ, der, ja. Frankenberger, das ist alles völlig unabhängig. Espen-Institut, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, da ist auch Giorgia Meloni, die aktuelle italienische Ministerpräsidentin, Mitglied. Also das ist
auch ein Indiz von Anfang an dafür gewesen sein, warum die italienische Regierung so stramm transatlantisch ist, wie sich das in ihrer aktuellen Politik nun mal zeigt. Also auf dieses transatlantische Stiftungsgeflecht zu achten, das kann mitunter ganz interessant sein. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, uiuiui, das ist auch ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Ja. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Naja gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht, die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joff ist aber viel unterwegs, was? Ja, die beiden wurden später auch für diese Formulierung verklagt und sie haben gewonnen. Also das, was sie erzählt haben, das war nicht falsch. Die durften das alles hier erzählen. Das müsst ihr euch immer gewahren, wenn euch irgend so ein NATO-Fanboy kommt mit, ja, die wurden ja verklagt, das stimmt doch alles gar nicht. Doch, die sind vor Gericht damit am Ende durchgekommen. Hat der überhaupt noch Zeit? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja, aber das ist ein unabhängiger Journalist. Führt das nicht zu Interessenkonflikten? Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Es gehört dem Bund und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Die sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine. Gut, dass die Bild da nicht mitmacht, was? Ja, so, hier, Kai Dickmann von der Bild-Zeitung ist was? Natürlich... Was ist das, Taliban oder Vielmann? Nein, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die Bild-Zeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass Sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das Sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Dazu noch ergänzend, schaut euch mal an, in welchen Lobbyorganisationen Matthias Döpfner, also einer der wichtigsten Aktionäre von Springer, sitzt. Unter anderem beim WEF, Lenkungsausschuss der Bilderberger, auch sehr interessant. Und der andere Großaktionär des Springer-Konzerns, der amerikanische Hedgefonds KKR, investiert unter anderem auch noch in Rüstungskonzerne. Also sind alles interessante Sachen, die man gerne erfahren würde, über die das ZDF aber so ab 2014 mit dieser letzten Anstaltfolge hier so langsam aufgehört hat zu berichten. Also wer ist das denn? Oh, eigentlich? Das ist schön, das ist Jochen Bittner von der Zeit. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt. Hier. Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der Zeit. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die Zeit. Das wäre schön. Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, positiv über Gaucks Rede berichtet in der Zeit. Moment mal, ein Journalist der Zeit arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Vergisst aber leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja. Wie gesagt, teilt das überall, wo ihr es teilen könnt. Das hat damals noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk verbreitet. Ist, wie gesagt, wieder in der Videobeschreibung von mir verlinkt. Also, könnt ihr auch ganz einfach finden. Gebt einfach die Anstalt April 2014 ein, dann wird euch das schon angezeigt werden. Aber teilt das überall, wo ihr es teilen könnt. Wenn irgendein Streamer sich mit der EU-Wahl beschäftigt, sollte er auf solche Inhalte hier reagieren. Wisst ihr was?
Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer an Eskalation aufgeilen. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe eine schöne Geschichte gehört von einem britischen Weltkriegsveteran, der Erste Weltkrieg. Da hat man ihn gefragt, oh, was fanden Sie denn am schlimmsten am Ersten Weltkrieg? Hat er gesagt, naja, das war so, nach den Jahren des Krieges haben die sich einfach an einen runden Tisch gesetzt und Frieden gemacht. Hätten Sie das ein paar Jahre vorher gemacht, hätten wir uns eine Menge Leid erspart. Einfach warte, einfach mal. Ja, Moment mal. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Was denn? Dann? Jetzt beruhigen Sie sich. Ich mache eine Lichterkette für den Frieden. Ja, ganz alleine? Naja, irgendjemand muss ja anfangen, ne? Was denn? Was machen Sie da? Sie auch? Also ich habe gewusst, tief in Ihrem Inneren sind Sie ein Softie. Ach, Quatsch. Quatsch, aber alles, was Josef Joffe dazu bringt, auf seinen Laptop zu kotzen, da bin ich dabei. Irgendwie, das, ich weiß nicht, da fehlt irgendwas. Leute fehlen? Oder? Ja, oder irgendwas anderes. Ja, vielleicht, ich finde auch, irgendwas fehlt. Vielleicht. Okay, das Lied packe ich mal nicht mit in die Reaktion. War wieder eine gute Anstaltfolge. In diesem Sinne bin ich gespannt auf die Folge 24. Auf die werden wir auf jeden Fall auch noch reagieren, einfach damit wir einen Vergleich haben. Einfach damit wir schauen können, wie sah es damals aus, wie sieht es heute aus.